Einen sportlichen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Nicht wundern, falls man vielleicht Geräusche von einer Katze hört im Hintergrund. Ja, meine Katze liegt gerade auf meinem Bett und putzt sich gerade in diesem Augenblick. Hier haben wir Allee am Start. Hallo Allee von den Steppenwölfen. Diesmal Pharmakodex. Ja. Und ich hoffe, sie nimmt auch auf, weil das wird wieder so ein Special-Video. Ich weiß nicht, wann es kommt. Das ist auf alle Fälle im Geburtstagswahn von Genix aufgenommen und Ich bin mal so böse, ne? Also theoretisch, wenn alles gehabt, müsstet ihr jetzt irgendwo eingeblendet sehen, eine Aufnahme von Allee. Genau, und ich bin richtig böse. Ja, tut mir leid. So, sammeln wir jetzt mal kurz so das Power-Up. Und dann fahren wir so drüber. Felix, dein Ernst jetzt, genau dein Ernst. Ah, Katzen. Okay, ich helfe kurz. Ist der gerade rausgegangen? Das kann sein, oder? Ich wollte auf den Moment, wo Allee schießt. Für sich, für meine. Na gut, sie kommt auch hinterher mit. Okay. Kommt da jemand? Okay, doch. Okay, da ist doch drin, der ist nicht rausgegangen. Das ist jetzt nur so die Erscheinung. Ja, gut. Felix, bitte hör auf. Bitte. Bitte. Felix, jetzt hör mal bitte auf. Du bist doch schon hübsch genug. Ach, Mensch. Ja, nur. Lol. Krasser Move. Krasser Move, Allee. Okay. Na, komm, stirb. Der Schuss gerade, Igitt. Felix, das muss jetzt nie sein. Feli. Felix, jetzt hör auf. Ich hoffe, mein Fuß riecht besser jetzt. Riecht er gut? Okay, nein. Ja, jetzt klaut Allee ein wenig. Und den Bot will ich haben. Oh, das war ein schlechter Schuss. Komm, eigentlich müsste ich schon mehr Schaden machen. 7670 Schaden. Nice one. Richtig nice. Aber ich glaube, man könnte vielleicht auch theoretisch 10.000 schaffen. Das wäre mal so eine Challenge. Wer es schon mal geschafft hat, in die Kommentare bitte schreiben. Wer schießt mich da ab? Okay. Wer schießt mich ab? Nicht nett. Autsch. Okay, das war der von Alemania. So ist richtig. Alemania. Du. So, den haben wir auch. Und jetzt ist er wieder hinter mir. Wird mich aber nicht bekommen. Ja, schade. Doch, wir haben es noch nicht bekommen. Nice, auf jeden Fall. GG an Allee. Schöne Runde. Einen sportlichen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich entschuldige mich wie immer an erster Stelle für meine Stimme, weil die gerade wirklich im Arsch ist. Aber ich wollte wirklich jetzt nochmal hier ein zweites Video heute bringen zum Thema Serpents. Mit diesem Video wird The Serpents abgeschlossen, dieses Projekt. Ich bedanke mich für den Support auf die letzten Videos darauf, besonders auf den Kurzfilm. Da habt ihr mir mal wieder gezeigt, was ihr so drauf habt. Das finde ich richtig nice. Deswegen an dieser Stelle für euch einen Daumen hoch. Und ja, im Hintergrund seht ihr jetzt gerade eine Gameplay-Aufnahme. Eigentlich war es eine Let's Play-Aufnahme. Aber ich habe jetzt mal einen Ton rausgemacht, weil ich wollte das drüber sprechen. Und da war ich die ersten Runden mit Tiger unterwegs. Das war aus dem Februar eine Aufnahme. Und ja, hier Tiger an dich nochmal vielen Dank, dass ich dein Panzer ausleihen konnte. Und durfte. Der Serpents ist nun verkauft. Den gibt es nicht mehr zu haben und deswegen wundert euch nie, dass dieses Projekt jetzt auch beendet wird mit diesem Video. Der Serpent ist seit Freitag oder so verkauft und hat einen neuen Besitzer gefunden, finde ich ganz toll. Und Tiger hat ja noch viele weitere Accounts, vielleicht kommt da bald ein neues Projekt, sicherlich kommt da ein neues Projekt. Im Hintergrund, wie gesagt, eine Gameplay-Aufnahme, so ein kleines Best-of, habe ich so zwei Runden mit Tiger aufgenommen und dann nochmal so eine Deathmatch-Folge, sage ich mal,
wo ich ein bisschen einstecken musste, aber auch ordentlich ausgeteilt habe. Es sind ganz viele große Generäle mit dabei gewesen. Fand ich echt eine coole Runde, vielleicht habe ich das schon mal hochgeladen. Aber ich wollte es mit reinpacken, weil ich es absolut toll fand. Und ja, an dieser Stelle bedanke ich mich für den Support auf dieses Projekt nochmal. Und ja, Serpens, allgemein, ist ein cooler Panzer, macht ordentlich Schaden. Wenn man mit dem roten Punkt trifft, ist er tödlich. Wenn nie, dann braucht man schon seine Zeit, den Gegner zu töten. Wenn man im Fahren jetzt jemanden töten will, dann ist es generell schwer zu treffen. Besonders weil ich keinen Schrot finden. Weil der Serpens kein Schrotflintenpanzer ist. Schrotflintenpanzer. So, genau. Also so ein Doppelschusspanzer oder so. Schnellfeuerpanzer. Genau, deswegen ist er, wenn man mit denen ordentlich umgehen kann und sozusagen mit ordentlicher Wucht schießt, kann man die Gegner wirklich mit einem Schuss wegballern. Zum Beispiel die T5S oder die T5 und nach unten weiter. Für das gleichrangige Gegner oder Centaurus braucht man da schon seine 1 bis 3 Schuss. Und wenn der Gegner in Bewegung ist, ist es natürlich noch schwerer. Ich möchte jetzt gar nichts Negatives über den Serpent sagen. Leiht euch den aus von irgendjemandem, probiert selber aus, fahrt den. Und dann bekommt ihr schon ein Fahrgefühl. Wie gesagt, ich bin Wulp-Fahrer eigentlich. Und naja, eigentlich jetzt ein Pavo-Fahrer, also Schnellfeuer. Deswegen war das schon ungewohnt mit diesem heftigen Feuer, mit diesem Einschusspanzer zu fahren. Und ja. Ich muss sagen, hier an dieser Stelle auch nochmal Dank an Tigger, dass ich mir den ausleihen durfte. Also großes Dank an dich. Und ich hoffe, dir hat es soweit gefallen, die Videos. Oder euch allen. Es wird bald, wie gesagt, ein neues Projekt kommen. Ich möchte mich dabei jetzt nicht so weit rausdrängen, weil das kommt. Und wenn es kommt, dann kommt's. Sagen wir es so. Ja, das war's an sich von diesem Fazit über den Serpens. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir es wissen in den Bewertungen oder in den Kommentaren. Wenn ihr sagt, ja, probier mal den Panzer aus oder bring mal ein Video über den und bla bla bla, schreibt mir in die Kommentare und ich gehe darauf ein. Ansonsten war es das mit diesem Video und jetzt wünsche ich euch noch mit dem Rest des Videos viel Spaß. Haut rein und ciao.
We'll be right back.